Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin froh, dass ich eine Jugend hatte, eine Kindheit hatte, in der ich noch nicht so viel damit konfrontiert war, weil es die eben noch nicht gab. Denn aus mehreren Gründen gleich. Zum einen, wenn man sich traf, um miteinander zu reden, dann traf man sich, um miteinander zu reden, und alle waren im Raum und nicht immer zur Hälfte irgendwo mit anderen Dingen beschäftigt oder außerhalb des Raums. Und zum anderen, man konnte sich einiges leisten, man konnte einige Dinge anstellen und man war nicht am nächsten Tag direkt eine Internetbekanntheit. Wenn man nachts in den Badesee gesprungen ist, dann hat man das eben gemacht. Und dann war das vielleicht unter Freunden ein netter Ausflug. Wenn man beim Eiskratzen in der Auffahrt hingefallen ist, dann haben vielleicht noch die Nachbarn gelacht, aber man war nicht gleich ein YouTube-Hit. Sätze, die in dieser Art und Weise vielleicht in der Einleitung auch im österreichischen Parlament fallen könnten, bekommen eine ganz andere Bedeutung, wenn wir um ein Thema heute sprechen, was eher sehr ernst ist. Upskirting, ein etwas komisches Kunstwort, was übersetzt in etwa so viel heißt wie unter den Rock fotografieren. Interessanterweise gibt es aktuell kein Gesetz, das das wirklich klar verbietet. Wenn man die Fotos nutzt und sie dann ins Internet stellt, und es gibt mittlerweile eine ganze Industrie, die sich darum gebildet hat, dann wird es illegal. Aber für das Opfer ist das ja erstmal gar nicht einsichtig, was mit diesen Fotos passiert. Und wenn diese nur für irgendeinen Schmierfink, entschuldigen Sie den Ausdruck, zur privaten Nutzung aufgenommen werden, dann wird es relativ schwierig. Also was ist es, was die Opfer erfahren, wenn sie mit diesem Wissen an den Rechtsstaat treten? Ich glaube, das ist in etwa das Schlimmste, was passieren kann, wenn man sich in einem Rechtsstaat befindet. Gefühlte Hilflosigkeit. Man guckt in fragende Augen und man ist mit dem, was da passiert ist, alleine gelassen. Und die Zahlen, die es mittlerweile dazu gibt, sind erschreckend. Allein in der ersten, im ersten Jahresquartal, und wir haben die dunkle Jahreszeit, und da fragt man sich ja durchaus, wie überhaupt diese hohen Zahlen zustande kommen können, denn es ist noch nicht unbedingt das Rockwetter, Klimaerwärmung hin oder her, sind schon erschreckend. Die Zahlen sind jetzt schon erschreckend. In anderen Ländern, beispielsweise Japan, ist es seit längerer Zeit schon ein absolutes Massenphänomen, sodass sodass das Handy Warntöne macht, wenn man ein Foto damit aufnimmt, allein um genau sowas zu verhindern. Erste Länder reagieren bereits. In Großbritannien gibt es nun ein Gesetz, das genau das verbietet. Das ist ein gutes Beispiel und dem sollten wir uns anschließen. Upskirting ist nicht richtig. Frauen in dieser Intimsphäre, in ihrer Selbstbestimmung zu behindern, das ist nicht richtig. Unser Gesetz hat aktuell in diesem Sinne eine Lücke, was das angeht. Es gibt kein Gesetz, was nun wirklich klar definiert, dass das verboten ist. Das hat man bei der letzten Novelle verschlafen. Wir sind dafür, dass man da nachbessert. Ich weiß, was Sie jetzt gleich sagen werden. Wir kommen zu spät, wir kommen zu früh, es gibt einen Satzzeichenfehler auf Seite 2 des Antrags, alles schön und gut. Aber was Sie da machen, ist relativ klar. Sie hätten hier heute die Chance, ein starkes Signal zu setzen. Die FAZ hat gestern geschrieben, dass sich noch kein Mandatsträger bemüht dazu sah, tatsächlich etwas zu unternehmen. Es gibt zwei Mädchen, zwei junge Frauen, die eine Petition gestartet haben mit mittlerweile 50.000 Unterstützern, die genau das fordern, dass wir uns dem Gesetz in Großbritannien vielleicht ein bisschen näher widmen und ein ähnliches Gesetz auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, Deutschland, auf den Weg bringen. Wir könnten diese beiden Frauen unterstützen darin. Was Sie wahrscheinlich jetzt gleich wieder machen werden, ist relativ klar. Und dabei ist es in irgendeiner Art und Weise fast gegenläufig, was Sie dort dann immer machen. Denn Sie sagen doch immer selbst, uns verbindet als Menschen mehr, als das uns trennt. Und Sie werfen uns das ein Stück weit vor, dass wir angeblich genau das nicht wahrnehmen würden, dass wir als Menschen mehr gemeinsam haben, als das uns trennt. Und genau dieses Spiel spielen Sie dann aber selbst. Wenn wir in dieser Situation die Möglichkeit haben, einfach mal was Gutes zu tun, ein starkes Signal zu setzen gegen diese frivolen Menschen, die kommerziell da ohne einen Gewinn rausziehen, dann lassen Sie das verstreichen. Und warum? Aus parteipolitischen Gründen. Es gibt keinen anderen Grund dafür, weswegen man da nicht zustimmen könnte. Den gibt es schlicht nicht, weil es etwas Gutes ist. Und deswegen kann ich an dieser Stelle nur wieder sagen, wie ich schon so oft gesagt habe, geben Sie sich einen Ruck, stimmen Sie einfach zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Vinzenz.